Moin Moin und herzlich willkommen bei Milupa Outdoor. Wir machen heute am Dutch Oven das Jägermeister-Schaschlik. Ein bisschen ähnlich dem normalen Imbiss-Buden-Schaschlik, nur mit der besonderen Note. Luca zeigt euch die Zutaten und dann legen wir gleich los. Ja, moin moin auch von mir. Ich zeige euch mal schnell, was wir für Zutaten brauchen. Und zwar haben wir einen schönen Schweinenacken, dann haben wir geräucherten Bauchspeck, hier haben wir nochmal gestückelte Tomaten, die genauen Mengenangaben und Zutaten stehen natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr gerne reinschauen. Dann geht es hier oben weiter mit Salz und Pfeffer, eine Brühe, hier haben wir zwei Gemüsezwiebeln, eine Chili und drei Paprika. Dann haben wir hier die Hauptkandidaten und zwar den Jägermeister haben wir drei kleine von und wir haben geräuchertes Paprikapulver und zweimal normales Paprikapulver, edelsüß. Dann geht es weiter mit Tomaten-Paprikamark, ein paar Schaschlikspieße, dann haben wir chinesischen Knoblauch, da brauchen wir eigentlich nur einen von, sieht aber ganz schön aus. Dann haben wir hier ein paar Kochutensilien, unter anderem unser neues Wolfgangsmesser, verlinken wir euch auch alles in der Videobeschreibung. Und hier haben wir den Riesenkaninchensarg, den Barbecue Toro DOSQ2. Ja, das war alles, was wir brauchen und wir knüpfen uns zuerst mal den Schweinenacken vor. Und zwar haben wir unseren Schweinenacken ungefähr 1,7 Kilo, den schneiden wir erstmal in der Mitte durch. Davon brauchen wir ungefähr die Hälfte, kommt nicht ganz genau drauf an, ansonsten steht es unten in der Videobeschreibung. Und den Nacken schneiden wir jetzt erstmal in Scheiben und zwar so einen guten dicken Daumen, würde ich mal sagen. Ist das von der Breite her so 2 cm vielleicht. Schneiden wir erstmal runter. Ja, das sollte uns so jetzt genügen. Mit dem Rest von dem Fleisch machen wir uns im Laufe der nächsten Woche nochmal einen Pfannengyros. Aber jetzt erstmal hiermit weiter. Ja, jetzt nehmen wir uns unser Fleisch und schneiden das in schön dicke Würfel. Ich zeige euch mal gleich, was ich meine. Und zwar so etwa. Und das machen wir jetzt mit dem ganzen Fleisch, was wir haben. So, da haben wir alles klein geschnitten und jetzt kommt es erstmal in eine Schüssel rein, damit wir es gleich schön würzen können. Ja, und jetzt kommt als allererstes unser Jägermeister dazu und da probieren wir erstmal eine halbe Flasche von und gucken, ob da noch mehr rein muss oder nicht. So, dann ungefähr eine halbe rein. Ja, und das Ganze wird jetzt erstmal ordentlich durchgeknetet und dann schauen wir gleich mal, ob noch mehr rein muss oder nicht. Alles klar, der Rest kann gleich hinterher, brauchen wir alles. Und anständig durchkneten. So, jetzt geben wir unser Paprikapulver dazu. Einmal das edelsüß, ganz normales Paprikapulver und einmal geräuchertes, jeweils ein guter Teelöffel. Und Salz und Pfeffer kann auch gleich noch mit rein. Ja, das reicht uns so. Nachwürzen können wir immer noch und deswegen jetzt erstmal wieder ordentlich durchkneten, damit sich die Gewürze überall hin auch verteilen, jedes Stück ordentlich was abbekommt. Und ich übergebe jetzt schon mal an Papa Milupa. Ja, ein, zwei Worte nochmal hier zu unserem Hörner-Whisky. Soll denn das Ganze erst nach Jägermeister schmecken? Nein, soll es nicht und wird es natürlich auch nicht. Was wir vom Kräuterlikör brauchen, von daher könnt ihr auch jeden anderen nehmen, ist einmal die Süße, die wollen wir haben, gleich für die Soße und so ein bisschen dieses, ja, diesen Kräutergeschmack. Den Alkohol, der ist nachher komplett draußen. Auch dieser Jägermeister-Geschmack, dieser typische, der wird nicht im Essen sein. Es geht nur tatsächlich um diese Kräuternote, dafür ist es sehr gut geeignet. Wir schneiden jetzt ein bisschen das Gemüse klein und da sage ich euch, worauf es ankommt. Und dann schaut doch mal her, ganz schnell, hoppla, ganz schnell mal eben. So, schneiden von der Paprika hier einfach mal oben unten einmal ab. Hoppla. Denn wir wollen jetzt ja schöne große gleichmäßige Stücke haben. Na. Und diese Teile, die wir jetzt nicht benötigen, schneiden wir einfach klein. Die benötigen wir für die Soße, also die wir nicht fürs Schaschlik benötigen. Ich habe hier zwei Kummen stehen, die einen für die Sachen zum Spießen später und die anderen für die Soße. Dann schneiden wir hier schöne große Stücke raus. Das ist in etwa auch zu unseren Fleischstücken passt, die Luca gemacht hat. So, hiervon jetzt die Hälfte. Da haben wir schöne Stücke. Das machen wir mit drei Paprika. Dann müsste das theoretisch reichen. Paprika oder Paprikas? Ich bin schon wieder ein Pluralproblem. Das macht nichts. So, so in etwa sieht das aus. Weiter geht's mit der Zwiebel. Unsere Gemüsezwiebel einmal in der Mitte durch. Hier nochmal in der Mitte durch vierteln. Hoppla, jetzt legen wir die Stücke hin und achteln die nochmal. Hier nochmal alles durch. So, und auch hier wieder, was wir nicht gebrauchen können, das fällt schon gleich ins Auge. Diese Sachen hier, die brauchen wir zum Spießen nicht, die kommen da rein. Und wir nehmen uns hier von der Zwiebel schön die dicken äußeren. Die können wir gut gebrauchen. Rest in den anderen Napf. Chinesische Knoblauch. Den werden wir mal ein bisschen schälen, von seiner Haut befreien. Das geht meist mit dem Fingernagel ganz gut. Ja, da habe ich mir jetzt einen besonders großen rausgesucht. Den schneiden wir jetzt
Einfach grob. Erstmal in Scheiben und dann zerhacken wir den grob. Da kommt nicht so genau drauf an. Die Chili, da nehmt ihr je nach Schärfe, was ihr wollt. Das hier ist jetzt eine milde, das hoffe ich zumindest, stand drauf. Kerne lassen wir drin. Und die schneiden wir auch in so dünne Streifen hier. Einfach runter. Und da die zusammen gleich in die Soße kommen, die beiden Sachen, können wir sie hier auch gemeinsam liegen lassen. Weiter geht's und es geht jetzt endlich ans Spießen. Dazu brauchen wir natürlich das Fleisch, was Luca gemacht hat. Dann habe ich hier den Bauchspeck. Ja, und das Gemüse, was wir geschnippelt haben hier. Paprika und Zwiebeln, mehr brauchen wir nicht. Und dann geht's los. So, beim Spießen, das ist alles gar nicht schwer. So ein paar grundsätzliche Sachen musst du beachten. Und zwar solltest du immer mit Fleisch anfangen und auch mit Fleisch aufhören. Denn wenn du das irgendwie mit Paprika machst, die könnte dir natürlich nochmal runterfallen. Und auf so ein Stück Fleisch kommt immer noch ein Stückchen Bauchspeck drauf hier. Das ist eine coole Kombination. Und dann ist die Reihenfolge eigentlich nicht so wichtig. Ich nehme jetzt hier Paprika und ja, Zwiebeln. Da können wir zwei Stücke ruhig nehmen hier. Genau, und dann fangen wir wieder von links an. Und dann kommt wieder Fleisch, Bauchspeck, Zwiebeln. Okay, ihr habt das verstanden. Dann spieße ich jetzt durch, so weit wie wir kommen, und melde mich wieder, ja, wenn wir alles gespießt haben. So, wir sind fertig mit Spießen und fünf wunderschöne Spieße sind es geworden. Und hier haben wir so einen Restespieß, der kommt aber auch mit rein, der ist nicht viel schlechter drunter, sondern so die Endstücke mit drauf. Und wir sehen uns jetzt am Grill wieder. Ja, wir haben unseren Dutch Oven von Barbecue Toro hier auf den Grill gestellt und werden jetzt unsere Spieße einmal anbraten. Die sollen nicht durchgaren, die sollen nur schön Röstaromen kriegen. Jawohl, heiß ist auch. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, Mensch, was macht denn der? Der hat doch einen schönen Grill. Warum legt er die Dinger denn nicht auf den Grill? Warum macht er die denn im Dutch oben auf den Grill? Ich nehme erstmal nur drei. Die anderen brate ich danach ab. Ist ganz einfach. Ich will ja nicht nur Röstaromen an dem Fleisch haben, sondern ich möchte auch Röststoffe am Boden des Dutch oben haben. Denn die geben nachher nochmal richtig Geschmack für unsere Soße. Und darum lege ich die nicht auf den Grill. Grill könnte das natürlich auch. Die werden wir jetzt schön anbräunen. Von allen Seiten, die anderen drei auch noch. Und dann geht es weiter mit der Soße. Kleiner Zwischenstand, das ist die erste Rutsche jetzt. Die haben wir ein bisschen angebraten. Wenn die so aussehen, dann sehen die gut aus. Ein Festmahl wird es werden, ein Festmahl. Ja, haben wir sie alle sechs Mal abgebraten. Das sieht schon so aus, als würde man sie gleich essen können. Sind natürlich noch nicht durch. Genau das ist aber auch das Ziel. Ja, und wir nutzen jetzt die Wärme. Ich habe den Grill ein bisschen runtergeregelt. Die Resthitze. Und machen mit unserer Soße weiter. Unser Dutch Oven sollte jetzt etwas abgekühlt sein. Jetzt kommt der Jägermeister ins Spiel. Einmal rein. Das ist jetzt der dritte Versuch. Von da fällt mir auch gleich ein, auf keinen Fall solltet ihr die Outtakes verpassen. Die klemmen wir euch hinten dran. Jägermeister rein. Dann Knoblauch, Chili hinterher. Und ich mache den Grill auf kleinerer Stufe mal wieder an. Na, das werden wir schön einreduzieren lassen. Da zieht ein ordentlicher Duft durch den Garten. Hervorragend riecht das. Ja, reicht mir so. Der Dutch Oven hat ordentlich Hitze jetzt bekommen. Und wir geben jetzt das Gemüse mit rein, was wir vorhin über hatten. So diese Endstücke, Kantenstücke, alles, was wir nicht gebraucht haben. So, das brutzeln wir hier noch ordentlich mit an. Das ist nicht so, dass der Dutch Oven dreckig war. Das sind die ganzen Röststoffe, die unser Schaschlik hier im Dutch Oven gelassen hat, und die wollten wir unbedingt haben. Und da sind sie jetzt. Einige Minuten später, so seht ihr, das Gemüse schon so ein bisschen eingefallen, hat schon ordentlich Wasser gelassen. Ja, immer ordentlich in Bewegung halten hier, damit uns nichts anbrennt. Gerade beim Knoblauch ist das wichtig. Dann kommt unser Tomaten-Paprikamark ins Spiel. Da geben wir mal so, ja, halbe Tube von diesen kleinen, was haben wir denn da? Zwei Esslöffel hätten wir dann. Also über den Daumen. Alles keine Wissenschaft, ist immer noch kochen. Und da kommt es nicht so hundertprozentig mal auf einen Teelöffel an. Bei Salz solltest du vorsichtig sein, bei Salz. Das röstet hier ein bisschen an. Nebenbei können wir aber schon mal würzen. Und zwar hatte ich hier ja zweimal normales, mildes Paprikapulver. Hier sind jetzt so zwei Teelöffel drin. Die hatte ich nur gesondert gepackt, weil das eine war fürs Schaschlik und das andere ist jetzt hier für unsere Soße. So, das darf gerne erhitzen, gerne erwärmen. Was es nicht darf, ist anbrennen. Genauso wie der Knoblauch. Deswegen werden wir gleich mit den Tomaten ablöschen. Aber ein klein bisschen Hitze darf es jetzt noch. So, einmal stückige haben wir. Und dann haben wir hier von Mutti
Nehmen wir mal ganze, die werden aber auch gleich stückig werden. Ja, nehmt das Stückige, wenn ihr einkaufen geht. Die macht diese noch klein. Ich hatte das jetzt gar nicht gesehen, das Ganze sind. Spielt aber keine Rolle. Die sind so weich. So, so sieht's gut aus. Jetzt kommt noch Pfeffer und Salz ordentlich mit rein. Ja, durch die Tomaten, die waren natürlich völlig ungewürzt. Diese 1,2 Liter, 250 Milliliter Brühe noch rein. Das Ganze lassen wir einmal aufkochen und dann kommt unser Schaschlik wieder mit ins Spiel. Den Dutch Oven haben wir jetzt einmal vom Grill genommen, denn jetzt kommt unser Schaschlik rein. Das tunken wir hier ja, bis zum Boden ein. Muss nicht komplett in der Soße verschwinden. Soße haben wir eben nochmal abgeschmeckt. Nochmal ein bisschen nachgewürzt mit Pfeffer und Salz. Ja, so sieht es gut aus. Und das kommt jetzt mit Deckel auf den Grill in den indirekten Bereich bei 160 bis 180 Grad. Und das Ganze dann anderthalb bis zwei Stunden. Ich denke, in anderthalb Stunden gucken wir mal nach. So, den Grill mal auf und ihr seht jetzt, ich habe hier einen Stein reingelegt. Der hat folgende Bewandtnis. Dieser Dutch Oven von Barbecue Toro ist so lang, er würde hier links und rechts auf den Brenner kommen. Das heißt, es würde uns hier, wäre der Brenner drunter, würde uns hier anbrennen. Von daher habe ich die ganze Sache ein bisschen hochgesetzt. Dann haben wir es indirekt, wenn ihr natürlich einen größeren Grill habt als ich jetzt. Kein Problem, dann habt ihr das Problem nicht. Ich habe das jetzt so gemacht und der hat jetzt mal eine ganze Zeit Ruhe. Anderthalb Stunden später, 160 Grad, hat der Grill eben noch gehalten. Ja, dampft schön. Nehmen wir den Deckel mal runter, würde ich sagen. Und hoho, ja, wir sind am Ziel. Das kommt jetzt runter vom Grill und dann sehen wir uns gleich zum Probieren wieder. So, Deckel runter. Oh, komm mal ran, guck dir mal rein. Super. Da werden wir uns jetzt mal einen x-beliebigen rausgreifen von unseren Schaschlik-Spießen hier. Ja, na, Freund, bleibt da liegen. Dann gibt es noch ein bisschen Soße dazu. Ja, es ist fertig, das Jägermeister-Schaschlik. Und damit ihr nicht denkt, wir essen hier beim Milupa Auto immer nur Fleisch, haben wir uns auch noch ein paar frittierte Kartoffelstäbchen dazu gemacht. Ja, vielen Dank nochmal an den Kameramann. Der hat nämlich eben nochmal die Pommes gemacht hier. So, und jetzt haben wir doch einen schönen Kirmesteller beisammen hier. Und jetzt wird probiert. So, schauen wir mal. Ich denke mal, dass das Fleisch so weich sein müsste. Haha, genau. Dass es uns quasi zerfällt. Ich mache hier mal ein bisschen was runter, dass wir es sehen können. Also wir brauchen eigentlich, brauchen wir kein Messer. Zwiebel noch mit runter. Probieren wir mal das Fleisch. Alter, ist das lecker. Wow. Ja, wie auf dem Volksfest, sag ich mal, auf der Kirmes, wie auch immer, wo man meistens Schaschlik isst. Ich mache es tatsächlich selten mal selber, aber es lohnt sich absolut. Ja, und dieser, sag mal so, der Jägermeister selber vom Geschmack, der kommt nicht raus. Aber du hast eine gewisse Süße drin, du hast so diese Kräuter mit drin, da schmeckst du schon mit raus. Kann ich absolut empfehlen, das mal nachzumachen. Eine richtig gute Geschichte, müsst ihr auch keine Angst haben. Gut, wenn das mit Kindern macht, eventuell lasst das weg, wenn das mit Kindern macht. Könnt das Rezept auch genauso machen, nur halt ohne den Jägermeister. Gibt da aber schon ja, eine gewisse Note, hinterlässt der schon. Jägermeister Schaschlik kriegt eine absolute Nachmachempfehlung. Sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt sportlich, wir sehen uns im nächsten Video, hoffe ich zumindest. Bis dann. Moin moin und herzlich willkommen bei Milupa Outdoor. Wir machen heute am Dutch Oven ein Brrrr nochmal. Wir sind heute wieder mit dem Dutch Oven unterwegs. Die dritte. Glaube ich, ist auch gleich mal einer von. Zu unserem Hörner Whisky. Den wollen wir natürlich, oder nein, nochmal anders. Ja, moin moin auch von mir. Ich schneide. Vielleicht braucht er bald mal ein paar elektrische Mühlen, dann kriege ich Oberarme wie Rambo. Jetzt kommt unser Jägermeister ins Spiel für unsere Soße. Okay, wir warten noch ein bisschen. Der ist noch zu heiß, der Dutch Oven. Ein bisschen Jägermeister kommt jetzt rein. Jawohl, wir warten noch mal.